Ich bin jetzt hier an den Schulterblattspitzen. Die linke Schulter ist deutlich höher als die rechte. Das sind über 2 cm. Ich gehe mit dem Lineal unter die Knochen. Liniuotė pridedu po mentimis, po kaulis. Drücke unter die Schulterblattspitzen. Paspaudžiu po mentimis. Und ihr seht, die Luftblase geht deutlich nach links. Ir matot, kad oro pūslelė yra nukrypusi, pakrypusi į kairę pusę smarkiai. So, bitte merkt euch den Unterschied. Nachher sieht er anders aus. Atsiminkit šitą skirtumą, nes vėliau atrodys viskas kitaip. Die Wirbelsäule. Beim Mal, das geht nach links im Brustbereich. Macht einen großen Bogen nach links. Und hier unten im Lendenbereich kommt eine Gegenkrümmung nach rechts. Er hat eine Skoliose. Und das sieht man auch an der Taille, an den Armabständen. Der Arm auf der rechten Seite liegt nicht so weit an wie der linke. Atstumą tarp rankų ir liemens. Tuos lapus, kas tiesinti, tas visi gauso. Ja, könnt ihr das sehen an der Leinwand? Ar matosi? So, dann schauen wir nach dem Becken. Dabar žiūrim klubus. Hier haben wir 2 Finger Abstand. Čia yra 2 pirštai. Und auf der anderen Seite eigentlich gar kein Abstand. Das Lineal stößt an die Wade. Es geht eigentlich dahinter. Eigentlich ist kein Abstand. Čia iš tiesų liniuotė net įsiremia į koją. Das zeigt nochmal mit beiden Seiten. Dar kartelį iš abiejų pusių parodo. Rechts ist kein Abstand, links ist Abstand. Das Becken steht nach links heraus. Das heißt, das Becken ist schief. Und das gucken wir uns jetzt auf der Behandlungsliege an. Wir sind aber überrascht. So. Das liegt am Schulter. Wir schauen den Beckenschiefstand an der Beinlänge. Danke, die sind sehr eng, die Socken. Achu. Er soll gucken, dass er sich möglichst in die Mitte auf die Massageliege setzt. Ja. Hat er hinten etwas in der Hosentasche? Nein, gut. Ich konnte es eben nicht richtig erkennen. Danke. So, ich markiere die Fersen, dass wir das besser sehen. Und auch die Fußknochen. So, jetzt bitte gerade hinsetzen. Beine zusammennehmen. Oh ja, und da sehen wir schon, die Fußknochen passen nicht, die sind versetzt. Matom, kad kauliukai nesutampa, jie prasilenkia. Füße bitte hochziehen. Aukštyn kojas. Tai yra ne kojas, bet pėdas, atsiprašau. Und tatsächlich, da sind die 2 cm, von denen der Valdas eben erzählt hat. Ir iš tiesų čia yra tie 2 cm, apie kuriuos Valdas pasakojo. Das rechte Bein ist kürzer. Dešinė koja trumpesnė. Hatte er mal einen Unfall, Knochenbruch?
Galbūt buvo kaulų lūžiai ar kažkokie tai nelaimingi atsitikimai. Taip. Ja, was ist denn passiert? O kas nutiko? Avarija. Ein Unfall. Ja, und ist da was gebrochen gewesen? Die Beine, Becken? Buvo sulūžę. Taip, šita vieta buvo, dabar strypas vidu yra. Diese, das war hier gebrochen, jetzt hat Metallstab. Ah ja, gut. Also, wenn ein Knochen gebrochen ist und das Bein zu kurz gewachsen ist, jeigu koja buvo sulūžusi ir suaugusi paskui vėl. Kann es sein, dass die Beine vielleicht nicht ganz gleich lang werden heute? Gali būti, kad dėl to kojas gal netaps visiškai vienodo ilgio. Weil der Knochen ist gebrochen und hat Metallstäbe im Bein und da weiß man nicht, wie die Länge verändert ist. Nes tas dėl tų operacijų, dėl įsikišimų yra skirtingas, nu, netoks ilgis, šiuo pakeistas ilgis kojas. Also er ist ein schwerer Fall. Und die Anne liebt immer schwere Fälle. Er ist ein gutes Modell. So, schaut noch mal richtig. Es ist sogar noch etwas mehr. Bitte die Knie strecken. Ja, es sind über 2 Zentimeter. Bitte mal hinlegen auf den Rücken. Ja, hier sieht man auch den deutlichen Unterschied. 2 Zentimeter Beckenschiefstand. Tokie. Eigentlich 2,5. Netgi 2,5 Zentimeter. Da kann man im Spiegel gucken. Pakelkit galvą ir pasižiūrėkit. Tik galvą. Ja? Matot? Gut. Dann machen wir ein Foto. Locker lassen. Anne, jetzt bist du dran. Ihr habt es gesehen und jetzt werde ich die göttliche Ordnung in Ihnen herstellen. Matėt, kokia padėtis, kokia būklė? Trotz einer Operation. Atstatysim dievišką tvarką. Wir schauen einfach mal, was passieren darf. Nepaisant tų visų operacijų, pažiūrėsim, kas atsitiks. Ich bin jetzt bei ihm. Schau mir die gesamte Wirbelsäule an. Žiūriu, kaip atrodo stuburas. Die Schultern, die Schulterblätter, waren nicht auf einer Höhe. In der Brustwirbelsäule hatte einen Knick gehabt. Ir krūtinės srityje buvo irgi toks palinkimas. Jetzt bin ich am Becken. Dabar aš esu ties klubais. Und jetzt schauen wir einmal. Nach der Beinlänge. Dabar pasižiūrėsime, kokio ilgio pasidarė kojas. Ich denke, das sieht ja schon gut aus. Manau, kad neblogai. Schaut mal. Ja, wunderbar. Was sagt ihr jetzt? So, schaut euch die Fußknochen an. Dabar pasižiūrim į kauliukus. Die berühren sich jetzt. Ja, dabar susiliečia. Die haben Kontakt. Ja, susiliečia, prieš tai prasilenkia. Füße wieder hochziehen, bitte. Vėl aukštyn pėdas užverskit į save. Ja, die Beine sind gleich lang. Taip, kojas vienodai ilgi. Die Muskeln sind noch ein bisschen schwach. Durch die Operation. Raumenis yra nusilpę dėl operacijos. Er soll sich mal hinsetzen. Gal galite atsisėsti dabar vėl. Ja, auch hier man sieht, die Fußknochen berühren sich. Er soll die noch mal zusammenführen, bitte. Ja, Achu. Ja, Knochen passen. Füße noch mal hochziehen, beide. Dar kartelį virš. Ja. Ja, nun den Fuß hochziehen. Schitte. Ja, es geht nicht durch den Unfall. Die Beine selber sind perfekt gleich lang. Dėl to, kas buvo, bet kojas yra vienodo ilgio. Es ist alles in der göttlichen Ordnung. Taigi, dieviška tvarka atstatyta. Wenn er jetzt die Muskeln trainiert, dann wird er auch den Fuß rechts wieder mehr hochbekommen. Ir jeigu dabar treniruosit raumenis, tai... Schau, die Fersen sind auf einer Linie. Sutvarkys
prisitaikys prie dabartinės būklės. Knochen pas. Taigi, matot. Tiesų. Machst du ein Foto? Sveikinu. So. Wie geht das jetzt? Kaip jums dabar gal kitaip kažkaip jaučiatės? Anksčiau mes davoj į dešinę pusę kažkaip, tai dabar liktai tiesiai. Tas jets gerade, früher war das so, dass ich gekippt. Wunderbar. Auf eine Seite. So, ja, schön. Die Schultern sind auch besser. Ir pečiai matot dabar irgi kitaip atrodo, ne? Die Schulterblätter sind perfekt gerade. Mentes, lename aukštie. Ich gehe mit dem Lineal unter die Knochen. Aš su liniuotėmis priglaudžiu liniuotę po mentimis. So, und die Luftblase ist in der Mitte. Ir oro pūslelė yra per vidurį. Perfekt. Obulai. Ja? Die Wirbelsäule ist gerade. Ir stuburas yra tiesus. Gerade. Tiesus. Gerade. Tiesus. Spürt er, dass ich auf den Darm fortsetzen bin? Ar jūs jaučiat, kad per stuburą vedat? Der Rücken ist perfekt gerade. Nur gerade. Keine Verkrümmung mehr. Nėra jokio atkrypimo, viskas tiesiai. Und schaut mal, die Armabstände sind auch gleich. Pasižiūrėkit, kaip yra. Ja, besser geworden. Jetzt kommt jetzt Luft. Weil er gerade steht. Ranko atstumas iki lėmens. Füße bitte zusammen. Suglauskit kojas. So, und die Hüfte. Dabar žiūrim. Bus. Schaut mal, die Abstände sind viel weiter geworden. Matom, kad atstumai daug didesni. Dieses Hohlkreuz ist weg, was er vorher hatte. Ir tas klubų pakreipimas yra dingęs. Und die Abstände sind gleich. Ir atstumai yra vienodi. Po penkis pirštus dabar iš abiejų pusių ties kelias. Ja, es steht jetzt ganz anders wie vorher. Visai kitaip stovi dabar negu anksčiau. Komplete haltung ist wieder gerade. Ir vėl, žodžiu, tiesiai stovi. Sveikinam. Tiesiog matėsi, kad buvo kreivė. Thank you.